Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Und ihr seht schon, eine große Änderung im Vergleich zu sonst. Ist noch nicht perfekt, aber ich habe jetzt keine schwarzen Bänder mehr, sondern einen Rahmen eingefügt. An sich, bitte wundert euch nicht, wenn manche Sachen gleich anders sind, wie meine Items oder so. Leider habe ich nämlich aus Versehen anscheinend in der letzten Folge, anstatt den State zu auf die Stelle zu speichern, den State geladen oder sowas. Auf jeden Fall hatte ich keinen Save State vom letzten Mal und musste deswegen das alles jetzt nochmal spielen, aber das hat mich keine 10 Minuten gedauert. Den Boss habe ich dieses Mal sogar noch mehr zerstört. Und jetzt geht es in der Story weiter. Aber schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr den Rahmen findet. Ich denke, ich habe sowas zwar noch nie gemacht, aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht geworden. Den Sinn, warum, was, wo ist, ist, denke ich, relativ offensichtlich. Dann. Hallo. Okay, Zeit an die Arbeit zu gehen, Pokémon. Ja, ich denke, ich habe heute wieder eine normale Rettungsmission. Ah, ihr zwei, lasst mich euch eure Aufgabe für heute mitteilen. Guckt euch nach Jobs um. Verstanden? Also dann los! Ja, stinknormale Jobs heute. Nee, das geht auch erst später, diese Nebenmission. Das Einzige, was ich für den Rahmen einbüßen muss, dass ich dann auf jeden Fall das in einer Mission noch zum Problem wird. Das werde ich dann im Rahmen irgendwie anders regeln müssen. Ich sehe jetzt selber auch den zweiten Screen nicht mehr. Ich sehe nur noch diesen Screen. Okay. Dann würde ich sagen, gehe ich aber erstmal nach... Ich muss jetzt gerade erst wieder auf mein Leben klarkommen. Ich gehe erstmal nach Schatzstadt, sortiere so ein bisschen meine Items, benutze vielleicht auch mal was, wo wir hier gerade bei sind. Ich habe hier nämlich ein Eisen, das die Verteidigung erhöht. Kann man aber alles nur im Dungeon benutzen, diese Kacke. Wow! Ich würde jetzt halt ganz gern wissen. Kurz zur Sicherheit. Safe, 8. April heute also. Ich denke auch, das Video kommt aber erst morgen, deswegen. Jetzt habe ich das Spiel pausiert. Sorry. Hä? Da gibt es irgendeinen Knopf, auf dem man nicht pausiert? Nee, hat sich nichts notiert. Hat gerade auch wieder Bock. Hier bekomme ich so eine dumme Zusammenfassung, die ich nicht brauche. Ich will halt den Beutel sortieren. X weiß ich, was es bringt, ich schlauer Mensch. Ja, cool. Warum zur Hölle hat sich die Aufnahme abgebrochen? Ich hoffe, das war, als ich die ganz... Ah ja, ja. Als ich R gedrückt habe, wird das gewesen sein. Muss ich das halt zusammencutten. Ich habe nicht rausgefunden, wie man das Inventar sortiert. Und habe ein Pandi, das vor einem Stein steht, erwähnt, dass die, die das Spiel kennen, wissen, was es macht. Das wird später hier noch was machen. Und ich lager jetzt schön. Oh, geil. Ich habe keine Ahnung, was L und R sind. Das heißt, ich muss das hier... Hä?
Die sind sortiert. Willst du mich gerade verarschen? Und ich brauche eigentlich alle Items hier. Ich fall hier gleich vom Glauben ab. Wann habe ich die sortiert bekommen? Ja, Azurill gerettet. Ja. Hi. Ja. Belebersamen hätte ich ganz gern, aber ein bisschen teuer für einen Moment, würde ich sagen. Gut. Dann habe ich eigentlich hier schon nichts mehr zu tun, außer hier nimm mein Geld. Hier jetzt auch nochmal das Pandia. Das Viech hier. Hab nur einen Traum. Das ist. Weiß ich nicht. Guter alter Dude. Hier stehen drei Pfiffchen, die eine Wand anbellen. Wir haben jetzt nur Abganoven mit dem Rang C abgesehen. Sie bringen höhere Belohnungen als E und D. Das Ganze hat Naken, die sind halt C-er. Und wir müssen aufpassen, sonst kriegen wir auf die Schnauze. Ha, jetzt bellen sie nicht mehr synchron. Ganoven halten ebenfalls eine Einstufung. Am einfachsten sind die, die mit E sind. Mit D werden sie schwerer und mit C auch. Ja, ich bringe euch aus der Reihe. Wir sind die Pfiffchen-Brüder. Wir sind Team Pfiffi. Wir haben einen innovativen Team. Na, oh Gott, ihr heißt Team Gelbwahlcode. Was ist falsch bei euch? Wir jagen nur Ganoven. Ja. Gut, was gibt's denn hier so zu? Glückwunsch. Es gibt heute sehr viele Ganoven-Jobs. Also, hier haben wir eine D-Mission, zwei D-Missionen. Beide im selben Dungeon, na dann. Das ist eine Sache, das ist, finde ich, der größte Kritikpunkt an meinem Lieblings-Mystery-Dungeon-Teil, Super-Mystery-Dungeon. Da kann man nämlich aus irgendeinem mir nicht... Nee, Super Mystery Dungeon hat das nicht gemacht. Das ist ein Portal in die Unendlichkeit, was nicht mein Lieblings-Mystery Dungeon ist, sondern auf Platz 3 für mich. In dem man immer nur eine Mission auf einmal machen kann. Ich denke, man kann sich vorstellen, dass das relativ nervig ist. Ich setze mal ein Save State auf State 9. So, Ebene 3 und Ebene 4 brauche ich. Die Feuchtklippe war der Dungeon, wo die erste Mission war. Ich kann hier jetzt schon mal... Auf die Schnitte! Auf die Schnitte! Ah, hier ist die Treppe. Gut. Oh, seht ihr das? Ihr wisst, was das heißt. Auf die Schnauze! Auf die Schnauze! Und ja, das werde ich jetzt den ganzen Dungeon hindurch machen. Ihr könnt hoffen, dass ich nicht so vielen Pokémon begegne. Oh, eine Zielebene. Da muss ich das Item direkt neben mir finden. Aber vorher... Auf die Schnauze! Top Elixier gefunden, was eine Mission erfüllt. Aber ich verlasse den Dungeon noch nicht. War hier nicht gerade. Müsste wahrscheinlich nach oben genau an. Durchs Wasser, um genau zu sein. Renn mir. Oh, da bin ich wohl in der Sackgasse. Ihr wisst, was das heißt. Auf die Schnauze! So, hier haben wir nichts. Hier haben wir zwei Samen. Taubsamen. Wir dürfen Taubsamen, um ihn zu betäuben. Den Gegner. Die sind sehr gut. Plosivsamen hatten wir schon, aber YOLO habe ich auch wieder einen gegen Traumato genutzt. So.
Und wisst ihr, was jetzt frisst? Auf die Schnauze! Natürlich renne ich hier einfach nur in eine verdammte Sackgasse. Willst du mich eigentlich komplett in drei Himmelsrichtungen flachsen? Da muss ich erst meinen Frust auslassen. Auf die Schnauze! Oh, seht ihr das? Ein Pokémon. Es schläft ruhig und friedlich. Und wisst ihr, was es jetzt bekommt? Auf die Schnauze! Ich frage mich, ob irgendwer, der erstens überhaupt bis hierhin geguckt hat, das Projekt guckt sich leider keiner an. Und zweitens, wenn ja, noch hier dran ist und das nicht übersprungen hat. Wenn du hier gerade noch zuguckst, schreib mal Hashtag auf die Schnauze in die Kommentare. Und wisst ihr, was jetzt ist? Auf die Schnauze! Boah! Alter, schreck mich nicht, ich bin am Aufnehmen. Ja, neuer Tag, neues Glück. Ich konnte leider gestern nicht weiter aufnehmen. Der Rahmen ist jetzt, denke ich, auch ein klein wenig vielleicht noch besser, wenn nicht, dann ist nicht so. Weiter geht's. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange die Aufnahme bisher war. Ich hoffe, ich schätze richtig, dass es ungefähr 10 Minuten waren. Was muss ich hier machen? Anderes? Missionsziele? Rette Macholo. Der Keck kommt also nicht alleine zurecht. Ach stimmt, da war ja was. Auf die Schnauze! Das habe ich zum Glück nicht vergessen. Auf Schnauze! Mach du mal. Wow, einfach nur eine Sackgasse. Nicht mehr, nicht weniger. Hier ist die Treppe. Oh, da oben sehe ich aber auch Macholo, den gelben Punkt halt. Das ist wie gelber Sack, aber nur mit... Auf die Schnauze! Und wo wir schon beim Thema sind. Auf die Schnauze! Auf die Schnauze! Hey, Macholo. Hi. Macholo verpisst sich aus dem Dungeon. Und ja, ich will auch gehen. Wozu sollte ich in den Dungeon nochmal durchspielen? Ja, jetzt kriege ich hier Belohnungen, yay. Spaß und Silbergummi. Oh, der Gönner, der Gönner, der gönnt mir einen Belebersamen, der Gönner. Der Gönner, der gönnt mir einen Belebersamen, der Gönner. Ich bin wie immer in diesem Projekt zu gut. Ach, nicht das Kackbild kleiner. Yay. Jetzt kommt das, was man gefühlt das ganze Spiel übermacht. Aufstehen, ihr Penner! Moin. Auch mal auf die Art saven, warum nicht? Ich hab gesaved, jetzt bin ich cool. Okay, arbeiten! Ja! Macht wieder dieselbe Scheiße! Dann verpisst euch! Ach stimmt, ich habe ja immer noch das Rätsel zu lösen. Wie genau man jetzt Items sortiert. Ich bin was Besseres. Gut, damit hätten wir das auch geklärt. Was ich aber vergessen habe, ist im letzten Dungeon die Items dazu nehmen. Aber als ob ich mit einem scheiß Knopfdruck das jetzt hatte. Wirklich. Wirklich.
Also, Belebersamen werde ich noch keine mitnehmen. Wenn ich scheitere, ist es noch nicht wirklich schlimm. Und wer sich an mein Original-Let's Play erinnert, vor allem beim Finale, Alter, war das schlimm. Und wisst ihr warum? Mangel an Beleber. Ach, leck mich Samen. Ohne Belebersamen kriegt man einfach nichts. Leider hilft mir das aber nicht weiter bezüglich hier Mehrfachauswahl. Dann... ich muss da meine Items relativ ordentlich halten, ansonsten wird das wirklich zu viel später. Hier, nimm noch einen Plosivsamen. Gut, sonst habe ich eigentlich nichts zu tun, bevor es zum nächsten Job übergeht. So coole Einlagern. Theoretisch könnte ich mir jetzt auch einen Belebersamen kaufen, aber das ist mir ein bisschen teuer für den derzeitigen Fortschritt. Gibt's heute auch hier auf dem Brett was? Ja, fangen unmöglich. Ah, kacke, ich konnte mir hier die Infos nicht angucken. Die stehen auf einem anderen Bildschirm. Naja, wenn ich hier drüben noch was anderes für die Strandhöhle finde, mache ich heute halt die. Natürlich nicht. Boah, hier sind schon Kräfte. Boah, und diese Item-Bring-Missionen. Alter, sind die essbar. Das war jetzt ein toller Vergleich. Das muss mir keiner erklären. Jobliste mache ich. So. Ich weiß nicht, ich glaube, man kann die Strandhöhle auch ganz langweilig betreten von hier aus. Das gucke ich kurz. Tatsache, das ist lame. Es ist viel cooler, hier einfach sich den Weg... oh! Aoi, seid ihr auf dem Weg zum Strand? Also, auf eine Sache könnt ihr achten seit einiger Zeit. Da werden Flaschen am Strand gespielt, anscheinend ist in denen was drin. Wenn das für euch interessant klingt, solltet ihr am Strand nach Flaschen nachschalten. An den Strand gespielte Flaschen. Flaschen mit einem bekannten Inhalt. Ich bin neugierig. Und ich bin Günther. Ne? Ne? Jetzt lach doch mal! Anscheinend werden sie nur dann und wann angespielt. Erstmal, wenn wir zum Strand gehen, können wir nach Flaschen suchen. Ja, was eine Überraschung, hier liegt eine Flasche. Da ist ja hui ein Jobbrief. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich füge ihn mal der Liste hinzu. Oh, yeah, yeah, yeah. Na, in der Strandhöhle, die man eben von hier aus auch betreten kann. Der erste Dungeon im Spiel. Hier, du juckst mich nicht. Ich setze mal kurz einen Save, auch wenn ich nicht denke, dass es hier allzu schlimm wird. Hier mal einen alten Save weg. So, auf der Ebene für die erste Mission, und zwar die, die ich gerade... schon wieder, Macholo! Kannst du auch mal auf dich selbst aufpassen, du Kackviech? Nein, ich bleib hier. Oh Gott, ist dieses Macholo dumm. Ich habe dich vor 4,5 Sekunden gerettet. Oh, geil, Nolex. Schön, schön. Ich hoffe, das hat man nicht so genau gesehen.
Ach so, der da. Der Keck, da ist es. Das wird ein Problem tatsächlich. Schmünzer kriegt noch ein Level up, schön. Genau das habe ich gehofft. Die Musik, Alter. Jawohl. Er hat den Fehler gemacht. Diagonal! Danke. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich den am besten... Oh. Der ist da drin. Genau da. Alter. Nein, jetzt kann er hier raus. Aber das ist doch ein Gag gerade. Willst du mich gerade verarschen? Weißt du was? Ich laufe jetzt mal so. Nee. Du willst mich verarschen, oder? Ist das dein Ernst? Wann habe ich gesaved? Was sollen bitte? Wow! Jetzt habe ich gesaved und nicht gespeichert und nicht geladen. Jetzt kann ich's nicht mehr schaffen. Klasse. Epic Fail. Oh Gott, das ist jetzt unnötig fürs Ende. Weil diese Folge endet jetzt auch wieder, wenn nicht noch irgendeine Szene kommt. Ja, diesmal kriegt den Flora-Gummi. Kein Gönner. Essen, yay. Ja, dann war's das für die heutige Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ich muss mal gucken, wie ich das in der nächsten Folge regel. Da brauche ich nämlich eigentlich beide Screens. Bis dann. Und bis zu dem Punkt, wo man jetzt in 2 Sekunden speichert, kann ich ja auch noch gehen. Bis dann. Und ciao. Speichern und fortsetzen.